Franz Walter vom Dresdner SC. Der läuft da aktuell vorne weg. Gefolgt von Adrian Engstler, wie eben schon angesprochen, der Jahresschnellste. Bisher ist von den Athleten noch keiner ausgestattet mit der Norm für die U23-Europameisterschaft, die bei einer Minute 47,50 liegt. Unwahrscheinlich, dass die hier fällt. Bei einer 55er-Angangsrunde müssten sie da ordentlich noch einen draufsetzen. Da wird es eher um die Medaillen gehen. Jetzt geht Adrian Engstler da vorbei. Es sind gleich noch knapp 200 Meter zu laufen. Und es zeichnet sich ab, es wird ähnlich spannend wie eben bei den Frauen. Adrian Engstler wird da übersportet. Vorne zieht jetzt hier ganz befreit und entfesselt. Eliazim, SC Neubrandenburg. Der deutsche U20-Meister des vergangenen Jahres und deutscher U18-Meister davor. Und jetzt der Münchner mit einem ähnlich packenden Endspurt und der rennt danach.